Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier. Dankeschön. Vielen Dank. Schutz und Sicherheit, das ist eines der besten Versprechen, die ein Staat machen kann. Schutz, Sicherheit und Verlässlichkeit sind auch die besten Argumente, brav Steuern zu zahlen. Im Umkehrschluss heißt das, wenn Menschen das Gefühl haben, dass der Staat sie nicht mehr richtig schützen kann, dann beginnt eine gefährliche Vertrauenskrise. Und da wirkt die Flüchtlingswelle, da wirken Übergriffe wie in Köln und anderswo wie ein Turbolader. Unser Thema heute Abend, Bürger in Angst, Polizei unter Druck. Ist unser Staat zu schwach? Wurde die Polizei kaputt gespart? Müssen wir uns selber schützen? Ist eine Kölner Mutter, Sie werden sie gleich kennenlernen, ist eine Mutter, die ihre Töchter mit Pfefferspray ausstattet, ist sie einfach eine fürsorgliche Mutter oder ist sie das Opfer einer allgemeinen Hysterie? Hart aber fair mit diesen Gästen. Wolfgang Bosbach. Der CDU-Innenexperte fordert, wir brauchen mehr Polizei, schnelle Strafen und müssen endlich wieder wissen, wer zu uns kommt. Über die offenen Grenzen kommen täglich nicht gerade wenige Problemfälle ins Land. Kein Wunder, dass die Bürger Angst haben. Sami Shashira. Der Sozialpädagoge kümmert sich ehrenamtlich um jugendliche Migranten und entgegnet, Angstmacherei löst kein einziges Problem und führt nur zum Generalverdacht. Politik und Polizei greifen leider gerade auf dem Rücken der Ausländer durch, die hier seit 60 Jahren friedlich wohnen und leben. Emitis Pohl, die Kölner Bürgerin, stellt fest, wäre unser Staat an Silvester nicht völlig hilflos gewesen, bräuchten meine Töchter heute kein Pfefferspray. Wir müssen straffälligen Flüchtlingen mit konsequenter Härte begegnen, sonst lachen sie uns aus. Ingo Lindemann. Der Strafverteidiger vertritt einen der mutmaßlichen Täter vom Kölner Hauptbahnhof. Er warnt, wer schwer traumatisierten Straßenkindern allein mit mehr Härte begegnet und sie in den Knast steckt, radikalisiert sie am Ende zu IS-Kämpfern. Deshalb sollten wir bei der Strafe unbedingt Augenmaß bewahren. Rüdiger Tust. Der Kriminalhauptkommissar stellt klar, wir müssen das Vertrauen in den Staat dringend wiederherstellen. Dazu brauchen wir mehr Polizeipräsenz sowie schnelle und abschreckende Urteile. Denn eine lasche Justiz lockt Täter an. Wie misst man Angst? Wie misst man ein Unsicherheitsgefühl? Nun, man kann Menschen einfach danach fragen und man kann beobachten, was sie tun, zum Beispiel, um sich selbst zu schützen. Dass durch die Flüchtlinge die Kriminalität steigen wird, befürchten 66% der Deutschen. Und offenbar sorgt diese Befürchtung im Waffenhandel für gute Geschäfte. Der Umsatz mit Abwehrsprays und freien Selbstschutzmitteln wie etwa Schreckschusswaffen und Elektroschockern hat sich 2015 im Vergleich zum Vorjahr etwa verdoppelt. Wer eine Schreckschusspistole in der Öffentlichkeit tragen will, braucht dafür den sogenannten kleinen Waffenschein. Der bestätigt zum Beispiel, dass man nicht vorbestraft ist. Wir haben stichprobenartig nach der Zahl der Anträge für den kleinen Waffenschein gefragt. In Großstädten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Köln und Stuttgart. Ergebnis? Alle Städte verzeichnen seit Silvester eine deutlich gestiegene Nachfrage. Besonders die, in denen es Silvester zu Übergriffen kam. Beispiel Stuttgart. Im Januar vergangenen Jahres beantragten hier 3 Bürger den kleinen Waffenschein. Jetzt, im Januar 2016, waren es 229. Oder Köln. Waren es im Januar 2015 noch 30 Anträge, waren es aktuell 1209. Das ist eine Botschaft. Frau Pohl, Sie haben für Ihre beiden Töchter Pfefferspray gekauft. Für sich, so viel ich weiß, auch. Für welchen Fall? Ich fühle mich allgemein im Verhältnis zu vielen Ländern in Deutschland sicher, aber nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln spüre ich und verstehe auch die Unsicherheit und Verängstigung der Menschen.
Ich habe zwei Töchter. Ich habe Angst um meine Töchter. Ich lasse sie seitdem nicht mehr außer Haus. Und wenn ich immer wieder mitbekomme in der Öffentlichkeit, bei der Arbeit, bei diversen Veranstaltungen, dass Frauen sich nicht mehr alleine trauen, rauszugehen, dass Frauen sogar alleine auch nicht in den Clubs gehen, sogar auch nicht schwimmen gehen wollen oder auch die Kinder sich nicht trauen, mit den Hunden alleine spazieren zu gehen, das macht mir große Angst, das macht mir Sorge. Gehen Sie selbst auch anders durch Ihr Viertel, durch Ihre Stadt mit anderen Augen? Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich neulich ertappt in einem Einkaufszentrum, dass ich meine Tasche festgehalten habe. Warum? Ich hatte das Gefühl, dass da einige kriminelle Personen mich verfolgen. Mhm. Und ich will auch jetzt nicht unbedingt auf kriminelle Flüchtlinge, Kriminelle sind für mich Kriminelle. Ein Falschparker ist für mich ein Falschparker. Wir dürfen, auch wenn hunderte von deutschen Männern diese Silvester nach Frauen angegriffen hätten, wären für mich Kriminelle. Ich spreche hier nur von Kriminellen. Ja. Und wenn man sowas hört, man kriegt natürlich Angst. Und ich verstehe auch, dass die Bevölkerung beängstigt ist und sich unsicher fühlt. Sie sind ein Teil dieser Bevölkerung, die Angst hat. Sie sind aber selbst Migrantin, sind mit knapp 14 aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Beeinflusst das Ihre Haltung im Moment? Ja, ich bin ein typisches Kriegskind. Ich bin mit 14 alleine, immerhin mit Segen meiner Eltern, aus dem Iran mit etwas Geld nach Deutschland gereist. Ich habe damals im selben Haus meine Großmutter, jedoch alleine, gewohnt mit allen Verpflichtungen, die dazu gehörten. Und zwar Abschließen eines Versicherungsvertrages, Mietvertrages und auch das selbstständige Erlernen der deutschen Sprache. Obwohl ich mit der deutschen Grammatik habe, hat es bisher noch da, nicht stehe ich auf Kriegfuß. Aber ansonsten lebe ich in Frieden und soll auch so bleiben. Aber seitdem fühle ich mich nicht mehr so sicher. Spricht da eigentlich der Bauch oder Ihr Verstand? Beides. 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 Weil es man auch immer wieder in den Medien verfolgt und immer wieder damit konfrontiert wird. Herr Tust, wie finden Sie das als Polizist, dessen Auftrag es ist, auch Frau Pohl zum Beispiel zu schützen, wenn sich Menschen jetzt mit Pfefferspray bewaffnen oder mit diesem kleinen Waffenschein losziehen und Schreckschusspistolen kaufen? Ich finde es absolut traurig, dass eine solche Entwicklung Platz gegriffen hat. Und sie ist ein Alarmsignal an Politik, an Verantwortliche, glaube ich, genau darauf zu reagieren, wie man im Moment reagiert. Ich nehme für mich selber eine Aufbruchstimmung wahr. Und ich möchte ein vergleichendes Beispiel sagen, wo selbst gestandene Kriminalbeamte in Köln, wenn sie in die Stadt gehen, ihr Portemonnaie aus der Gesäßtasche nach vorne tun, eine Hand in die Tasche stecken, das ist ja auch nicht mehr normal. Das hat auch etwas mit Verlust von Sicherheit zu tun, wenn man an jeder Ecke denkt, selbe man Frage wird beklaut. An Sie, diese Kriminalbeamten lassen, die ihren Bauch sprechen, oder ist es der Verstand, der die Täterberichte kennt, der die Statistiken kennt? Der kennt die Statistiken und der hat einen Bauch. Und die Statistik spricht in Nordrhein-Westfalen, um da mal zu bleiben, von 1,5 Millionen registrierten Straftaten. Diese Statistik spricht von über 50.000 Taschendiebstählen in Nordrhein-Westfalen. Diese Statistik spricht von über 50.000 Wohnungseinbrüchen und über 100.000 Kfz-Aufbrüchen mit gewaltigen Schäden. Das heißt, da kommt subjektives und objektives Empfinden zusammen. Und insofern teile ich die Sorgen und Nöte der Bevölkerung, die sie auf diese Art und Weise artikuliert. Und das ist ein Zeichen, was dagegen zu tun. Ja, ich habe eben in der Begrüßung gesagt, die Flüchtlingswelle wirkt da wie ein Turbolader. Die Frage ist, was ist da real, was ist gefühlt, Herr Bosbach? Sie wohnen im Bergischen Land, aber wenn man im Bergischen Land feiern gehen will, jetzt mache ich es, glaube ich, gerade ganz böse im Bergischen Land, dann fährt man nach Köln. Sie haben Töchter auch, wie Frau Pohl. Hat sich da bei Ihnen was verändert in der Familie seit Silvester, jetzt unmittelbar vor Karneval? Das hat mir schon zu denken gegeben, nicht als Politiker, sondern als Papa, wenn zwei von drei Töchtern einen Selbstverteidigungskurs besuchen. Auf die Frage, warum? Weil wir uns Sorgen machen, weil wir für den Fall des Falles gewappnet sein wollen. Diese Frage, wir haben auch lange vor Silvester schon Erfahrungen gemacht und deswegen kann ich das verstehen. Die Frage, warum, war aber die reflexhafte Frage des Sicherheitspolitikers, der sagt, warum machst du das? Ja, natürlich. Gibt es einen ganz konkreten Anlass oder sind es die Besorgnisse der Silvesternacht? Diese dramatischen Vorgänge. Ich war froh, dass meine drei Töchter nicht in Köln waren. Die Tochter eines guten Freundes von mir war in Köln. Der Papa hat mir jedes Detail geschildert, teilweise noch schlimmer, als wir das aus den Medien kennen. Und wenn dann die Kinder sagen, Karneval, nein, danke, wir fahren nicht mehr, jedenfalls nicht in eine solche Menschenmenge, obwohl wir gerne feiern.
dann ist es nicht die Frage, ob man Angst messen kann, so verständlich die Frage ist, sondern dann muss ich diese Besorgnisse ernst nehmen und muss mich fragen, was können Staat und Gesellschaft tun, um den Menschen diese Ängste zu nehmen. Verstehen Sie die Frage bitte richtig. Sagen Sie Ihren Töchtern auch, haltet eine Armlänge Abstand zu Menschen, die aussehen wie Herr Tschaschira zum Beispiel? Schauen Sie ihn an. Selbstverständlich nicht, aber es gibt auch Situationen, die man besser meidet. Herr Blasberg, also jetzt nicht, aber ich bin auch eine andere Generation. Wenn ich zu Hause den Kindern sage, aber um Mitternacht seid ihr wieder zu Hause, dann nimmt mich meine Frau beiseite und sagt, um Mitternacht haben die noch gar nicht das Haus verlassen. Wir haben ja einen ganz anderen Rhythmus als ich. Und morgens um 3 oder 4, das kann vielleicht Herr Tust auch bestätigen, ist es auf den Kölner Ringen latent gefährlicher als in Herkenrath im Bergischen Land. Das ist so. Herr Tschaschira, ich habe Sie gerade angesprochen, als Mann, dem man seine nordafrikanische Herkunft ansieht. Haben Sie Verständnis, wenn Deutsche sich bewaffnen? Das tun noch die wenigsten, aber der Trend geht nach oben. Oder zumindest, wenn Sie komisch gucken. Zum Beispiel, wenn Sie um die Ecke kommen. Ja. Gut, ich meine, wir haben jetzt nicht nur das Problem, dass viele, viele Menschen in unserem Land sich bewaffnen. Wir haben auch noch viele größere Probleme. Wir haben ganze Bürgerwehren, die Jagd machen auf Menschen in unserem Land. Wir haben Rockerbanden, die ausländisch aussehenden Menschen auf der Straße jagen. Also wir haben schon einen ernsthaften Gewaltpotenzial in unserer Gesellschaft, der in vielen Fällen von populistischen Gruppierungen auch dafür missbraucht wird, sozusagen hier aktiv zu werden. Und das müssen wir uns natürlich ganz konkret anschauen. Ganz klar, die Ereignisse von Köln, denke ich, haben zwei Dinge offenbart. Erstens, wir haben viele, viele Frauen, die unglaublich viel Leid erfahren haben. Wir haben nur ganz wenige Täter überhaupt identifizieren können. Das ist das erste Problem. Dann müssen wir tatsächlich schauen, wie können wir das dauerhaft und nachhaltig lösen. Wir haben aber auch, und das müssen wir ganz offen sagen, wir haben eine Instrumentalisierung der Ereignisse in Köln in einen immer zunehmend aggressiv geführten gesellschaftlichen Disput zur Flüchtlingsfrage. Und das tut unser Land nicht gut. Und wir müssen damit tatsächlich aufhören. Ist das so? Ich sehe es da anders. Stellen sich doch die Frage, warum sind so viele Baseballschläger oder Pfefferspray ausverkauft? Warum wurden so viele Frauen Waffenschein beantragen? Haben Sie schon mal die Frage gestellt? Ja, natürlich. Und haben Sie eine Antwort dafür? Ja, kann ich Ihnen ganz konkret beantworten. Wir haben tatsächlich, wenn wir uns die Chronologie der Ereignisse anschauen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass wir seit Silvester in atemberaubender Geschwindigkeit ein neues Feindbild etabliert haben. Wir haben es ganz schnell in einem imaginären Maghreb-Viertel verortet und wir haben sein Verhalten relativ schnell mit Kultur, Herkunft, Religion und so weiter erklärt. Und das macht den Menschen Angst in unserem Land. Und das ist genau das, was eben nicht passieren darf. Wir dürfen nicht die Probleme, die wir haben, ohne Zweifel haben, auf den Rücken von Minderheiten austragen. Wir dürfen nicht eine Stimmung gegen Minderheiten in unserem Land führen und diese Ängste auf ihren Kosten austragen. Wir kommen viel weiter, wenn wir die Probleme konkret beschreiben, um konkrete Lösungsansätze gemeinsam zu haben. Verlassen Sie sich darauf, dass Sie das in dieser Sendung tun werden. Deshalb sitzen wir hier, um genau das zu vermeiden, dass wir eben nicht uns fokussieren vielleicht auf ein bestimmtes Klientel, sondern dass wir vielleicht auch ansprechen, und ich habe es ansatzweise versucht, dass wir noch ganz andere Probleme haben in Deutschland. Vielleicht ist einfach ein Punkt erreicht, wo wir jetzt mal eine Bestandsaufnahme machen müssen. Wo stehen wir? Wo müssen wir hin? Nicht den einen verteufeln, aber der gehört auch dazu. Die nordafrikanischen Tätergruppierungen sind ein Problem. Nicht seit der Silvesternacht, verstärkt seit der Silvesternacht. Hier sitzt ein Anwalt, der Menschen verteidigt, zum Beispiel auch Herr Lindemann, einen jungen Marokkaner, der Silvester am Kölner Hauptbahnhof gewesen ist. Was wird diesem Mann vorgeworfen? Herr Plasberg, vielleicht möchte ich erst mal Herrn Tust antworten. Vollkommen richtig ist, dass wir uns die Probleme vernünftig, rational anschauen müssen. Und Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber bei Kriminalitätsbekämpfung. Wenn wir die Bestandsaufnahme machen, dann stellen wir fest, ja, wir haben einen Kriminalitätsanstieg. Wir stellen fest, ja, es sind bestimmte Bereiche. Alltagskriminalität, Herr Tust. Sie sagten selber, geknackte Autos, Taschendiebstähle. Genau. Das sind Dinge, die natürlich den einzelnen Bürger beunruhigen, wenn er aus seiner sicheren Welt damit konfrontiert wird. Aber sicherlich nicht Dinge, die echte Ängste auslösen. Ich denke jetzt beispielsweise an Opfer echter, schwerer Straftaten. Und ich glaube auch nicht, dass unser Rechtsstaat mit diesen Auswüchsen nicht klarkommt. Wir haben das doch erlebt, die Russlanddeutschen, die Russenmafia, eine Riesenangstwelle. Dann hatten wir im Zuge des Jugoslawienkrieges, hatten wir es da mit serbischen Einbrecherbanden zu tun. Immer noch. Immer noch, immer noch.
Scheitert daran der Rechtsstaat? Nein. Scheitert daran, sie werden ihren Strafen zugeführt. Das funktioniert. Das ist nicht das Problem. Sorgen mache ich mir um den Rechtsstaat, wenn ich eben sehe, dass das staatliche Gewaltmonopol in Frage gestellt wird. Darüber sprechen wir gleich Sorgen. Auch, Frau Bürgerwehren. Darf ich Ihr ja. kurzes Referat auf die eine Frage noch mal? Das ist nicht böse ja. gemeint, ich fand das sehr erhellend. Aber beantworten Sie mir noch mal die Frage. Sie verteidigen ja. zum Beispiel einen jungen Marokkaner, der Silvester am Kölner Hauptbahnhof gewesen ist. Was wird diesem Mann vorgeworfen? Gerne, Herr Plasberg. Dieser Fall zeigt eigentlich ganz exemplarisch die gesamte Hysterie. Dann was hat mein Mandant, was soll er gemacht haben? Im zeitlich-räumlichen Umfeld der Silvesternacht, Hohenzollernbrücke, ist ein indischer Tourist. Er möchte gern Fotos machen. Eine Gruppe nordafrikanischer junger Männer spricht ihn an. Einer verwickelt ihn in ein Gespräch, der andere klaut die Tasche. Der Inder ist schnell genug. Er hält zwei Jungs fest. Sie lassen sich widerstandslos festnehmen und der Polizei zuführen. Da geht das Abendland nicht unter. Das ist lästige Alltagskriminalität in der Tat. Ich muss das gerade mal verarbeiten. Lassen Sie einfach mal Herrn Lindemann. Das Delikt in aller Klarheit ist ein Taschendiebstahl. Natürlich ist das Alltagskriminalität. Herr Lindemann, sind Sie... Das ist keine Schwerstkriminalität. Herr Lindemann. Das kann, damit hinnehmbar und tolerierbar. Herr Lindemann. Nicht gesagt. Herr Lindemann. Nicht gesagt. Das ist ein Phänomen. Aber was für eins? Ja, Herr Lindemann, dem uns vernünftig stellen müssen. Ist Ihnen jemals im Leben was geklaut worden? Aber selbstverständlich, was Sie glauben doch nicht, dass ich mit zweierlei Maß messe. Was ist Ihnen denn geklaut worden? Mir ist Portemonnaie geklaut worden, das Auto ist geknackt worden. Ich saß im Büro, als man einbrechen wollte. Ich musste mit dunkler Stimme die Anwesenheit eines 2-Meter-Mannes simulieren. Natürlich habe ich Angst gehabt. Und wie Sie buchen das ab als natürlichen Schwund in dieser Gesellschaft? Wissen Sie, bestimmte Kriminalitätsphänomene, dass jemand im Laden klaut. Da müssen wir gegen vorgehen, natürlich. Ja. Aber das werden wir niemals ausrotten können. Das ist doch vollkommen illusorisch. Herr Bosbach. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie zum Beispiel den Wohnungseinbruch unter Alltagskriminalität subsumieren. Ich darf Ihnen sagen, dass wir seit 6-7 Jahren einen deutlichen Anstieg haben. Und das ist beim Wohnungseinbruchsdiebstahl im Kern noch nicht einmal so sehr um den Verlust des Eigentums geht, sondern um Vandalismus, sondern um enorme psychische Schäden, Traumata für die Opfer, die nachts aufschrecken, wenn sie ein Geräusch hören, die mit zitternder Hand den Schlüssel umdrehen, wenn sie wieder in die Wohnung gehen. Es mag sein, dass Sie sagen, das ist keine Schwerstkriminalität. Es mag sein, dass Sie sagen, das kann man nicht verhindern. Aber dass wir damit leben müssen, bedeutet doch nicht, dass wir uns damit abfinden müssen. Nein, wir müssen einen Kampf auch gegen die Alltagskriminalität energisch führen, denn wehret den Anfängen gilt auch hier. Und ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden nach dem Motto, das passiert halt immer wieder. Die Justiz findet sich. Sie sagen, die Justiz findet sich. Herr Bosbach sagt, wir dürfen uns nicht damit abfinden. Bosbach, wir haben es erlebt, dass die Justiz findet sich in keiner Weise. Wir haben es erlebt, dass eine Polizei in diesem Land sich genau damit abgefunden hat. Nicht, weil sie keine Lust mehr hatte, sondern weil sie sich überfordert fühlte. Genau damit sich abzufinden. Wie wollen Sie das machen bei einem, ich nehme noch mal das Beispiel von eben, Iraker, der hierher gekommen ist. Ich kann ja nicht in Bagdad anrufen und fragen, ob da ein Herr sowieso gemeldet ist. Das ist eben die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit, kriminelle Ausländer ohne Papiere zu identifizieren. Sie führte in Kiel zu einem Leitfaden, vereinbart von Staatsanwaltschaft und Polizei. Ein Personenfeststellungsverfahren oder erkennungsdienstliche Behandlung scheidet in Ermangelung der Verhältnismäßigkeit aus. Bedeutete zum Beispiel bei Ladendiebstahl oder Sachbeschädigung, dass zwar die Polizei die Tat zur Anzeige gebracht hat, der Täter aber nicht zweifelsfrei identifiziert wurde. So blieb unklar, ob er zum ersten Mal geklaut hatte oder schon öfter. Am Donnerstag ruderte die Kieler Polizei zurück, erklärte den Leitfaden für ungültig. Als Sie zum ersten Mal von diesen Kieler Vorgängen gehört haben, was war Ihr erster Gedanke, Herr Tust, als Kollege? Unglaublich. Konnte ich mir nicht vorstellen im ersten Moment, weil ich schlicht und ergreifend der Meinung bin, jede Straftat, wir haben ein Legalitätsprinzip, müssen wir entsprechend verfolgen und wir müssen auch wissen, mit wem habe ich es zu tun, der vor mir steht.
Also muss ich ihn auch versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu identifizieren. Wir begeben uns doch in einen Bereich, wo wir gar nicht mehr wissen, ist es möglicherweise ein Wiederholungstäter, ist es ein gesuchter Straftäter, wenn ich einfach nur Ali Baba und die 40 Räuber auf den Zettel schreibe. Aber, das kann's doch nicht sein. Aber wenn Sie die Polizei für Wichtigeres brauchen, Herr Lindemann hat es eben gesagt, das sind Bagatelldelikte, mit denen man vielleicht leben muss, wenn man nicht mehr Polizei hat, um Wichtigeres zu verfolgen. Keine Frage. Habe ich Sie da richtig verstanden? Nein, das ist die andere Seite der Medaille. Lassen Sie mich kurz zu Ende sagen. Natürlich ist es auch ein Punkt, wo man sagen muss, die Polizei hat vielleicht auch für sich organisiert festgestellt, da kommt zu viel auf uns zu. Die Kieler sprechen von 1000 Flüchtlingen pro Tag. Wie können wir Ressourcen freisetzen für andere Bereiche? Das mag der Hintergrund gewesen sein. Vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ich mache den Kollegen keinen Vorwurf. Aber das kann es eigentlich nicht sein. Herr Lindemann. Da stimme ich Ihnen vollkommen bei, weil eine Standardmaßnahme der Polizeiarbeit einfach zu unterlassen und dann mit der Folge, dass wir eben vor Gericht die Schwierigkeit haben festzustellen, haben wir Wiederholungstäter, ist es ein Einzelfall, das geht natürlich nicht. Und in keiner Weise ist das Phänomen der Alltagskriminalität etwas, was man hinzunehmen hat. Das nicht, aber den Leuten eine Sicherheit zu versprechen, die man nicht gewährleisten kann. Auf jedem Weihnachtsmarkt gibt es Taschendiebe. Das werden wir nicht. Herr Lindemann, paradiesische Verhältnisse werden wir niemals erreichen. So aber wenn Sie sich jetzt mal den Bereich des Kölner Hauptbahnhofs anschauen, die Domplatte, und Sie stellen fest, bestimmte Deliktsbereiche finden im Moment so gut wie nicht mehr statt oder tendieren gen Null, dann finde ich, wir sind auf einem extrem guten Weg und haben viel zu lange gebraucht, um dahin zu kommen. Der Bürger hat, glaube ich, zu Recht einen Anspruch darauf, sich in der Kölner Innenstadt und im Übrigen in der ganzen Bundesrepublik so zu bewegen, wie er sich bewegen möchte und geschützt zu werden von Straftätern jedweder Couleur. Ob Alltagskriminalität, Massenkriminalität, Schwerstkriminalität. Da müssen wir hin. Dafür arbeiten wir. Allerdings haben sich die Menschen, die den Hauptbahnhof zum Dealen und anderen und zum Taschendiebstahl genutzt haben, ja nicht in Luft aufgelöst. Ja, die arbeiten jetzt woanders. Die sterben nicht aus, aber vorher sind sie darüber gestolpert jeden Tag. Frau Pohl? Ich meine, wir leben in einem Land, wo wir zum Angeln, zum Segeln einen Schein brauchen. Für alles brauchen wir hier in Deutschland einen Schein. Und wie kann es sein, dass diese Leute ohne Papiere einfach rumlaufen können? Versuchen Sie in die USA oder nach Kanada einzureisen. Ja, ohne Papiere. Ja, ist ja so. Frau Pohl. Ich meine, sorry, aber... Deutschland ist das einzige Land, wo man ohne Papiere noch belohnt wird. Sie wollen mir ernsthaft erzählen, dass Amerika kein Problem mit illegalen Einwanderern hat? Sie wollen mir ernsthaft erzählen, dass die Mauer nur bauen aus Schönheitsgründen? Das sind zwei verschiedene Sachverhalte. Also. Ergänzen Sie kurz, dann sind Sie wieder dran, Herr Lindemann. Ergänzen Sie. Ja, es ist ein fundamentaler Unterschied, ob jemand illegal gleich unerkannt ins Land kommt oder aber ob jemand sagt, hier bin ich, ich möchte einreisen, ich stelle einen Asylantrag, ich habe keinen Pass, ich habe überhaupt keinen Ausweis, kein anderes Dokument, was Auskunft gibt über Identität und Nationalität. Und dann versuchen Sie mal in die USA oder nach Kanada einzureisen. Ich meine, das hat jetzt nichts mit dem Thema Flüchtlinge zu tun, völlig unabhängig von Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass die Bundesrepublik Deutschland wissen muss, wer in unser Land kommt, auf welcher Rechtsgrundlage und wo sich die Personen aufhalten. Ich glaube, das hat Herr überhaupt Bosbach, nichts mit Angst vor Verfremdung. Bevor das so klingt, es ist nicht unbedingt die Bringschuld der Flüchtlinge, alle Papiere parat zu haben, sondern es ist die Bringschuld eines modernen Staates, auch wenn er föderal aufgestellt ist, ein Registriersystem auf die Beine zu stellen, dass das möglich macht. Sie können aber nicht die Identität registrieren, wenn Sie sie nicht kennen. Sie können Fingerabdrücke registrieren, aber aus den Fingerabdrücken ergibt sich nicht Identität und Nationalität. Das ist richtig. Sie wissen aber, dass selbst bei denen die Identität erhoben worden ist, der Austausch zwischen den einzelnen Bundesländern nicht funktioniert hat, weil die Systeme nicht passten. Und das ist ein Armutszeugnis erstmal für diesen Staat und nicht so sehr für die Menschen, die einreisen. Wenn Sie hören, Herr Schirer, dass die Kieler Polizeigewerkschaft von einer Resignation des Rechtsstaates gesprochen hat, das, was da in Kiel passiert ist, würden Sie das unterstreichen? Das würde ich nicht unterstreichen. Ich finde das sehr bedenklich, weil eine Sicherheitsordnung... Ja, doch, dann unterstreichen Sie es. Resignation des Rechtsstaates heißt ja... Ist bedenklich. Ja, also ich finde es nicht, dass wir das Sicherheitsorgane resignieren müssen, gar keine Frage. Sie haben es ja richtigerweise angesprochen. Natürlich müssen wir gegen die Taten aufklären und gegen jeden Einzelnen, gar keine Frage. Und natürlich ist das eine Aufgabe an die Politik, auch zu schauen, dass die Menschen registriert werden. Das ist doch keine Frage an uns als Zivilgesellschaft, sondern das sind ja staatliche Mechanismen, die da zum Tragen kommen müssen. Da sind wir doch d'accord, ohne Frage. Nur das Problem, das müssen Sie auch dazu sagen, dass wir viele dieser Menschen,
Menschen gar nicht aus dem außereuropäischen Grenzbereich sozusagen zu uns kommen. Viele dieser jungen Männer kommen aus dem europäischen Ausland, aus dem Schengener Raum. Viele waren viele Jahre bereits in Frankreich oder in Italien oder in Spanien und sie kommen einfach mit dem Zug zu uns. Und es nützt nicht darüber, immer nach Abschiebung zu fordern, weil wir faktisch sie ja, das wissen Sie auch, so nicht abschieben können, aus verschiedenen Gründen, auch rechtlichen Gründen nicht, sondern solange die Menschen da sind, müssen wir uns mit denen auseinandersetzen, zumindest bis ihre rechtliche Situation geklärt wird. Und da müssen wir uns auf den Weg machen und nicht nur Ängste gegen bestimmte Gruppen schüren, damit kommen wir nicht wirklich weiter. Aber das eine schließt doch auch. Lassen Sie uns nicht über... Wie sieht der rechtliche Rahmen aus? Kann man den nicht möglicherweise auch verändern? Den kann man verändern, wenn man... Kann man Verfahren beschleunigen? Kann man Abkommen mit Ländern sprechen? Ich glaube, da ist Handlungsbedarf. Das kann man ändern und das machen auch andere europäische Staaten übrigens sehr erfolgreich. Belgien beispielsweise hat ein Abkommen mit zwei maghrebinischen Staaten abgeschlossen für die Rückführung. Das könnten wir auch machen, aber nochmal, das ist eine Aufgabe an die Politik und nicht an die Zivilgesellschaft. Das muss man ganz klar sagen. Dann schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an, Herr Shashira. Sie haben gesagt, viele, auch zum Beispiel Marokkaner, kommen gar nicht direkt aus Marokko, sondern kommen aus einem anderen Schengen-Staat. Wer sind diese jungen Männer? Wie stehen sie zu dem, was sie da tun? Hören Sie sich das mal an. Der Marokkaner Taufik M. führt die Kollegen von Spiegel TV in eine Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf-Oberbilk. Hier trifft er sich mit Freunden. Hier tauschen sie sich über ihre Diebeszüge aus. Eine kriminelle Bande seien sie aber nicht, sagt Taufik M., der früher in Italien gelebt hat und deswegen Italienisch spricht. So etwas gibt es bei uns nicht. Es sind immer zwei Personen, die klauen. Ist das eine Bande? Das ist doch noch nicht mal eine Gruppe. Was ist eine Gruppe? Drei, vier, fünf? Also, ist das dann eine Gruppe, die klaut? Das ist nichts. Der eine klaut eine Hose, der andere ein Handy oder eine Tasche. Jeder arbeitet für sich allein. Ich habe immer alleine geklaut. Alleine. Egal, wann die Leute, fünf Leute oder zwei Jungs oder drei Jungs, ich kann zu denen alleine schaffen. Ich kann nur mit denen so einfach so reden. Nur mit denen einfach reden, kann ich denen was abziehen. Trainiert ihr das? Nein. Woher können Sie das? Ich bin mit 10 zum Klauen anfangen. Herr Shashira, meinten Sie Jungs wie die? Ja, das sind genau das, der entspricht durchaus das Profil. Wir kennen diese Jungs, die waren in vielen Fällen schon 5, 6 Jahre im europäischen Ausland und versuchen im Zuge unserer Flüchtlingsthematik sozusagen irgendwie ihren Platz zu finden, kommen zu uns, wissen aber selbst, dass sie natürlich keine Chance haben auf Anerkennung. Die haben keine Chance, sich hier in irgendeiner Weise ihren rechtlichen Status zu gewährleisten und werden straffällig ohne Frage. Und natürlich müssen wir dagegen vorgehen. Wie? Aber wie genau? Ja, indem wir zum Beispiel, die Problematik, die wir mit diesen Jugendlichen haben, ist ja erstens, wir wissen, die sind ja der Polizei bekannt, sie sind in vielen Fällen identifiziert, in vielen Fällen sind sie auch schon bereits verhaftet worden, etliche Male, aber sie kommen immer wieder raus, weil wir sie nicht zurückführen können. Das ist ja das eigentliche Problem und das ist ein rechtliches Problem. Kein Land würde jemand aufnehmen, wo es nicht ganz klar ist, dass er zur eigenen Bevölkerung gehört. Und wir tun gut daran, dass wir mit diesen Staaten in Kooperation einsteigen, Amtshilfe beispielsweise organisieren, um das Problem so zu lösen. Aber wir lösen das Problem nicht, indem wir ganze Bevölkerungsgruppen, Menschen, die schon seit 60 Jahren in unserem Land leben, plötzlich mit Kriminalität in Verbindung. Das tut doch gar nicht von den Menschen. Herr Shashira, gehen wir einfach mal zum Protokoll. 21:28:55, niemand pauschalisiert, sondern wir gehen sogar in die Untergruppen rein. Wir sagen nicht marokkanische Jugendliche in Düsseldorf, sondern wir haben hier spezielle angesprochen, haben heute noch mal mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Den ersten, den Sie gesehen haben, der ist bestens dokumentiert. Auch das gibt es in Deutschland. Alle Vorstrafen bzw. Kleindelikte, das sind sehr viele, es sind aber Kleindelikte, so wie Sie es angesprochen haben, Herr Lindemann, sind fein säuberlich dokumentiert. Also haben wir das jetzt mal zu Protokoll? Es geht, wobei die Pauschalisierung ist medial schon seit 4 Wochen da, das kann man nachlesen, nachzeichnen. Dann sage ich Ihnen, dass ich es als pauschales Argument immer wieder höre, dass das angeblich so sei, aber ich sehe nicht so viel, wo es tatsächlich so ist und hier ist es definitiv nicht so. Seit Anfang können wir das einfach des festhalten? Jahres mal angesprochen, bis dato hat man ja sich eigentlich darin gefallen, viele Leute überhaupt keine Nationalitäten zu benennen. Sie arbeiten bei der Kölner Polizei, Sie wissen, wovon Sie reden. Ich war aber nicht Polizeipräsident.
und habe auch nicht die Pressestelle geleitet. Ich bedauere das selber, dass es ein solches tagelanges Hickhack gab. Ja, ich denke, man muss klare Punkte und klare Fakten ansprechen. Jahrelang ist es nicht angesprochen worden. Ich bedauere ausdrücklich, wenn man jetzt alle über einen Kamm schert. Nein, deshalb muss man sehr sorgfältig hinschauen. Und die Jungs, die wir gesehen haben, die jeden Tag nichts anderes tun, als zu klauen, denen muss man deutliche Zeichen setzen. Und zur Not, wann immer es geht, dann auch wieder außer Landes bringen. Da stehe ich ohne Wenn und Aber hinter. Was soll man mit diesen Sexualstraftätern machen, Ihrer Meinung nach? Nicht in einen Topf werfen. Wir sind jetzt tatsächlich bei den Kleinkriminellen, wie Sie Herr Lindemann eben angesprochen hat, Ladendiebstahl, Taschendiebstahl etc. Was ist Ihre Idee, was man mit solchen Jungs macht? Wissen Sie, gestatten Sie mir einfach mal die Beschreibung des Tätertypus und gestatten Sie mir auch, das echte Problem zu benennen. Es ist ja nicht so, dass unsere rechtlichen Vorgaben nicht ausreichen. Es ist auch nicht so, dass diese jungen nordafrikanischen Männer hier hinkommen und Asyl beantragen. Das machen sie nur, wenn sie gerade mal aufgegriffen werden, um dann wieder entlassen zu werden. In Wirklichkeit sind sie auf der Durchreise. Sie kommen hier hin, es werden Straftaten begangen aus einer Gruppe von wenigen Intensivtätern. Auch das ist eine Tatsache. Wir haben immer wieder die gleichen. Wir haben das Problem, dass die Polizei unter personeller Belastung steht. Wir haben Großlagen, natürlich, die sind zu berücksichtigen. Wir haben dann Großereignisse, die natürlich dann Taschendiebe, andere Kriminelle anlocken. Wir haben das Phänomen dieses Antanztricks in den nordrhein-westfälischen Städten. Schön formuliert, ja. Dieser Antanztrick basiert ja darauf, dass man gerne Betrunkene ausraubt oder nicht beklaut, nur oder gerne nicht zum Messer nur greift, wenn man ihn ja, nötiger hält. Aber diese Ereignisse locken an. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Wenn wir diese Täter haben, und das ist natürlich durch die Polizeiarbeit zu gewährleisten, dann werden sie dem Gericht zugeführt. Haben wir da genug Instrumentarien? Ja. Wir haben einen Strafrahmen. Wir haben einen Strafrahmen, der bis zu 5 Jahre reicht beim einfachen Diebstahl. Haben wir einen gewerbsmäßigen Diebstahl, den man relativ häufig annehmen kann, wenn richtig ermittelt ist, was es an Vortaten gegeben hat. Dann haben wir einen Strafrahmen, der geht bis 10 Jahren. Sind da Verschärfungen nötig? Nein, die Gesetze müssen angewendet werden. Gar keine Frage. Bin ich bei Ihnen. Herr Tust, beschreiben Sie doch mal den Spielraum, wie der genutzt wird, zum Beispiel. Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung. Das Problem ist, Sie werden irgendwann nach der Haft entlassen. Und dann ist das Abschiebeproblem da, weil eben keine Papiere ausgestellt werden. Das ist das echte, faktische Problem. Deswegen ist es ja so wichtig, dass niemand in unser Land kommt, dessen Identität und Nationalität wir nicht kennen. Danke für die Hilfe. Jeder Staat ist völkerrechtlich nur verpflichtet, die eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen. Deswegen sind die Fälle, die Herr Tust meint, ja Legende, dass unter einer bestimmten Nationalität das ausländerrechtliche Verfahren läuft. Wir brauchen dann ein paar Ersatzpapiere für die Rückführung ins Heimatland. Wir fahren zur Botschaft und die sagen, nö, meist doch mal nach, dass das unser Staatsbürger ist. Dann sind wir in der Nachweispflicht und deshalb plädiere ich ja dafür, dass wir wissen müssen, wer sind diese Personen und nicht nur Fingerabdrücke, die ich abgleiche, sondern Identität und Nationalität. Sonst habe ich genau die Probleme bei der Rückführung, die Sie gerade beschrieben haben. Das sind in ein paar Fälle, das sind tausende Fälle, wo es uns so geht. Wenn Herr Tust, wenn Herr Lindemann gerade gesagt hat, dieser reflexartige Rufen nach schärferen Gesetzen braucht kein Mensch, wenn der Strafrahmen, der da ist, ausgeschöpft wird. Wie würden Sie denn, und da kennen Sie sich aus, zum Beispiel, es ist eine Millionenstadt hier in Köln zum Beispiel, wie würden Sie denn das Urteilsverhalten der Kölner Justiz gerade bei solchen Straftätern oder in diesem Milieu überhaupt bezeichnen? Also ich glaube, ich wiederhole mich an dieser Stelle jetzt. Das habe ich in den letzten Wochen wiederholt gesagt. Köln, die Kölner Justiz steht nicht im Verdacht, in den letzten Jahren wirklich sehr energische Urteile gesprochen zu haben mit der Außenwirkung, die wir uns als Kriminalbeamte und Bürger wünschen. Wir erkennen zur Ehrenrettung der Kölner Justiz einen Wandel, einen Wechsel in der Anwendung des geltenden Rechts. Aber man hat sich über viele Jahre in der Tat sehr liberal und sehr offen gegeben, aus welchen Gründen auch immer. Ich will das nicht bewerten. Aber es ist doch kein Geheimnis. Das weiß man über die Kölner Stadtgrenzen hinaus. Gehen Sie nach Wuppertal, gehen Sie woanders hin, dann fallen die Urteile ganz anders aus. Im Moment glaube ich in der Tat, seit einiger Zeit, oder in München, das ist natürlich das Paradebeispiel schlechthin, das sich deutlich von Köln unterscheidet, aber natürlich ein paar Kilometer weg. Fakt ist, wir stellen... Ja, warum? Ja. Warum? Mehr Polizei, eine Justiz, die durchgreift,
Das ist das Risiko, dort erwischt zu werden, Opfer einer Straftat zu werden, ist in Köln doppelt so hoch wie in München. Sie lassen in Köln keine 400.000 Einwohner mehr hat, wesentlich weniger Straftat. Das passiert nur in Köln. Und wenn eine Justiz, und deshalb bin ich so dankbar, dass man sich jetzt auch zusammensetzt, Polizei, Justiz, im Übrigen etwas, was wir seit Jahren gefordert haben, rückt zusammen, gibt ein klares Signal, macht die Stadt unattraktiv für Straftäter und macht sie sicher für die Bürger und Gäste dieser Stadt. Das ist das Credo dieser Tage. In Köln ist das Schlimmste, was man bis dahin sich denken konnte, passiert an Silvester, was diesen Deliktbereich angeht. Aber gehen wir noch mal ins ganze Land. Und ich habe eben zu Protokoll gegeben, Herr Schaschira, dass wir nicht bestimmte Gruppen diskriminieren wollen. Wir wollen aber offen darüber sprechen. Da möchte ich noch einen Beitrag zu leisten. Noch mal erinnern an die Zahl vom Anfang der Sendung. 66% der Deutschen befürchten einen Anstieg der Kriminalität durch Flüchtlinge. Das ist eine Befürchtung, für die es auch mal wieder Anlässe gibt. Aber was sagen die Profis dazu, zum Beispiel die Profis vom Bundeskriminalamt? Wahr ist? Der stark steigenden Zahl der Zuwanderer steht insgesamt ein moderater Anstieg der durch Zuwanderer begangenen Straftaten gegenüber. Die weitaus überwiegende Mehrheit der Asylsuchenden begeht keine Straftaten. So schreibt es aktuell das Bundeskriminalamt. Wahr ist aber auch: Die Straftaten in Sammelunterkünften steigen enorm. Migranten vom Balkan oder aus Nordafrika, vor allem Marokkaner, Tunesier und Algerier, fallen besonders durch Straftaten auf. Das sagt BKA-Chef Holger Münch. Vorläufige Zahlen der Polizei in Köln bestätigen diese Tendenz. In der Stadt werden vor allem Zuwanderer aus Nordafrika straffällig. Von mehr als 500 polizeilich erfassten Marokkanern sind innerhalb eines Jahres 45% wieder straffällig geworden. Bei Algeriern waren es 40%. Herr Schaschira, erklären Sie uns das doch noch mal ganz spitz auf diese Gruppe bezogen. Wie erklären sich, dass jeder zweite Zuwanderer aus dieser Region, der schon mal bei der Polizei registriert wurde, innerhalb eines Jahres erneut straffällig wird? Das erklärt sich durchaus durch ihren rechtlichen Status. Die meisten, die dort einen Asylantrag stellen, wissen selbst, dass sie nicht anerkannt werden. Die Anerkennungsquote liegt deutlich unter 3% bei den Menschen aus den Maghreb-Staaten. Und das ist so, wie auch vorhin schon erwähnt worden ist, das sind alleinreisende junge Männer, die tatsächlich durch den gesamten Schengener Raum reisen und quasi dort, überall wo sie auftauchen, dort weitermachen mit dem, was sie vorher gemacht haben. Sie sind in vielen Fällen perspektivlos, haben keine Chance auf Anerkennung und, oder Ähnliches, und die werden straffällig, gar keine Frage. Aber da sind wir doch, da herrscht auch ein Konsens darüber, da sind wir doch d'accord, dass wir diese Menschen natürlich belangen müssen für die Taten, die sie begehen, gar keine Frage. Aber durchaus haben wir in diesen Gruppierungen durchaus Menschen, junge Menschen, 17, 18, 19-Jährige, die tatsächlich in einer ausweglosen Situation sich befinden und viele ihre Straftaten damit quasi rechtfertigen sozusagen. Und wir können zumindest versuchen, diese Gruppe zu unterstützen, damit sie nicht länger straffällig wird, solange ihren rechtlichen Status nicht endgültig geklärt ist. Ja, rechtlich, das heißt übersetzt, wir sollten sie einbürgern, um sie dann zu resozialisieren. Nein, nicht einbürgern, das habe ich nicht gesagt, sondern zum Beispiel, wenn ich feststelle... Den Status klären, haben Sie gesagt. Ja, wenn ich feststelle, dass ein junger Mann von 17, 18 Jahre alt für seine Kleidung oder für sein Essen stehlen muss, dann kann ich das doch ändern, indem ich versuche, entsprechende Angebote zu machen, über Notunterkunftsstellen, über Kleiderspenden und etc., damit er zumindest nicht weiterhin mit diesem Verhalten fortführt. Aber diese Menschen sind doch gar nicht bereit dazu, sich hier zu integrieren. Das wissen Sie doch gar nicht. Das ist zumindest unsere Wahrnehmung, Frau Pohl. Ich meine, ich bin auch selber als sogenannte Flüchtlingskind hingekommen und ich musste mich integrieren, ich musste die Sprache erlernen, ich musste mich in diese Gesellschaft anpassen. Haben Sie schon mal mit diesen jungen Männern gesprochen? Kennen Sie sie? Haben Sie mit denen gesprochen? Ich kenne das halt durch viele Bekannten und Helfer. Also zivile Helfer, ehrenamtliche Helfer, die in diese Flüchtlingsheime waren, wo ich auch ein Lob aussprechen muss. Ja, wir sprechen mit diesen Menschen und wir haben durchaus Fälle, die sagen, ja klar, wenn ich ein Auskommen habe, stehle ich nicht. Das soll nicht heißen, dass wir... Schaschira. Sie haben keine Perspektive, diese Menschen haben keine Arbeit und keine Zukunftschancen. Genau. Und die kommen hier hin und natürlich neigen sie auch dazu, straffällig zu werden. Und gucken Sie mich mal. Ja. Glauben Sie wirklich, dass bei den Jungs, die wie alle Jungs in dem Alter auch gerne einen auf dicke Hose machen,
dass es denen darum geht, warme Kleidung zu haben? Oder geht es darum, dass sie Markenkleidung haben, dass sie ein Statussymbol haben wollen, dass sie nicht wissen, wie sie Geld verdienen sollen, um ein Handy zu bekommen? Geht es nicht eher darum, glauben Sie, damit Kleiderspenden was ausrichten zu können? Ja, Sie können mir glauben, dass ich mit diesen Menschen spreche und dass wir diese Gruppe nicht homogen ist, sondern es sind unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen. Mhm. Und wir haben durchaus junge Männer in dieser Gruppe, die durchaus, wie Sie es schon sagen, ein Handy haben wollen, Markenklamotten, all diese Dinge ohne weiteres. Aber wir haben auch einzelne junge Männer, die tatsächlich für ihre Existenz stehlen. Das ist das zumindest, was diese jungen Männer erklären und äußern. Und mein Ansatz ist zu sagen, sie sind da, wir können sie ja offensichtlich nicht abschieben. Das heißt, sind sichtbar, sie sind verortet. Wir müssen uns mit denen auseinandersetzen. Und zumindest diejenigen von denen, die wir irgendwie erreichen können, die wir eine Hilfe anbieten können, das sollten wir machen. Das entspricht unser Verständnis von Wohlfahrt, das entspricht unser Verständnis von gesellschaftlicher Ordnung. Das sollten wir machen. Ich bin ganz nah bei Ihnen. Wenn wir versuchen, die Leute, die wirklich integrationswillig sind, die hilfsbedürftig sind, wenn wir die unterstützen, meine Wahrnehmung ist eine andere und die meiner Kollegen auch, jeden Morgen sitzt unser Keller voll mit nordafrikanischen Straftätern aus den besagten Herkunftsländern. Es vergeht keinen Tag, keine Nacht, wo Straftaten begangen werden. Und das Auftreten unterscheidet sich möglicherweise auch bei Ihnen in der Anwaltskanzlei oder vor Gericht, wenn man bei uns in der Vernehmung sitzt. Elementarer Unterschied. Das beginnt schon auf der Straße, bei der Straftatenbegehung, bei der Festnahme. Unterhalten Sie sich mal mit den Kollegen, die nach einem solchen schön ausgedrückten Antänzer-Diebstahl diese Straftäter festnehmen wollen. Wenn die nicht hochaufmerksam sind, sind Sie der zweite Sieger, weil ein absolutes Gewaltpotenzial auf der Straße vorhanden ist. Die Jungs stehen vielfach unter Drogen, sind leistungsstark, aufgeputscht und wehren sich gegen jede Festnahme. Wieso schlägt sich dieses Bedrohungsszenario nicht in der Statistik nieder? Wieso haben wir es dann trotzdem bei Bagatellkriminalität zu tun und nicht mit schweren Raubtaten? Ich sprach von der Festnahme. Von der Festnahmesituation. Ich sprach von der Festnahmesituation. Und die Straftaten als solche, ich weiß nicht, wann und wo Sie sich des Nächtens die Stadt anschauen, aber der Gang über die Altstadt oder über die Ringe regelmäßig schadet nicht, erweitert das Bewusstsein. Und ich finde es in ganz erschreckendem Maße schlimm, wenn wir mittlerweile fast an jedem Wochenende mit Hundertschaftsstärken auf den Kölner Ringen präsent sein müssen, damit dort keine Straftaten oder weniger Straftaten passieren. Dann frage ich mich, wo sind wir mittlerweile hingekommen? Ist das normal? Brauchen wir das? Brauchen wir nicht. Ich habe jetzt eine Frage an Sie. Verstehe ich Sie richtig? Angenommen, an dieser Silvesternacht wurde Ihre Frau oder Ihre Tochter sexuell angegriffen. Was meinen Sie? Soll man mit dieser Kriminelle pädagogisch sich unterhalten und Sie sagen einfach, die soll nicht bestraft werden? Oder was ist Ihre Meinung? Also was soll man mit diesen Kriminellen machen? Das hat doch niemand gesagt. Also das hat über die ganze Sendung niemand gesagt. Ich habe vorhin auch schon gesagt, ich wiederhole das sehr gerne. Selbstverständlich muss jeder, der eine Straftat begangen hat, und zwar vollkommen egal, ob es einen sexuellen Übergriff, einen Diebstahl oder sonst was, natürlich muss er mit allen Mitteln des Staates sozusagen, des Rechtsstaates belangt werden. Das ist doch gar keine Frage. Also Sie haben Klamotten, das habe ich nicht gesagt. Hören Sie doch bitte zu. Nee. Das hat doch gerade gesagt. Was ich sage oder mein Ansatz ist, diese jungen Männer, die da sind, die wir offensichtlich nicht abschieben können, ja, und die sich in den Stadtteilen verorten und ihre kriminellen Handlungen begehen, da müssten wir schauen, wir müssen uns sowieso mit denen auseinandersetzen, weil sie da sind. Und die Menschen, von denen, die wir irgendwie erreichen können, dass sie ihr Verhalten ändern können, das sollten wir machen. Und die wir nicht ändern können, da müssen wir natürlich weiterhin Mittel der Strafverfolgung dagegen vorgehen. Und das ist doch ganz klar. Wir haben über das Unsicherheitsgefühl gesprochen, ob es aus dem Bauch kommt oder ob es aus dem Hirn kommt, ob es aus Statistiken kommt, ob es aus Erfahrungsberichten kommt oder, und das ist ein bemerkenswertes Thema, ob es aus dem Internet kommt. Das Unsicherheitsgefühl wird verschärft durch Flüchtlinge, manche sagen durch Medien. Aber es gibt auch eine zweite Ebene, das sind Gerüchte. Gerüchte gab es immer, solange es Menschen gibt. Aber durch das Internet bekommen diese Gerüchte eine wirklich irre Durchschlagskraft. Wo geht da das Gerücht rum, dass die Flüchtlinge ab und zu auch mal hier Leute vergewaltigen und so? Also das geht hier ganz oft rum. Das hört man immer wieder von anderen Leuten, dass Flüchtlinge dies und jenes machen. Und ein Mädchen, das hat sich hier versteckt, die ist wohl vergewaltigt worden von so einem Flüchtling, weil sie nie vorher herkam. Eine 5-Jährige wurde gegessen, lebendig vom Flüchtling. Stand auf Facebook.
Stand, ob das stimmt, das weiß man nicht. An vielen Orten in Deutschland gibt es solche Gerüchte. Auf der Schwäbischen Alb in Meßstetten geht ihnen der Zeitungsjournalist Michael Würz nach. Wir hören jeden Tag nahezu neue Gerüchte. Ein Dauerbrenner, das ist der Lidl-Supermarkt in Meßstetten, der habe seit Monaten geschlossen, weil die Flüchtlinge ihn leer geplündert haben. Das ist völlig absurd. Der Supermarkt hat offen. Ja, da wurde hier auch gelacht. Da bleibt einem auch nichts anderes übrig. Es stand bei Facebook. Herr Schaschira, es herrscht mittlerweile in Teilen der Bevölkerung ein Klima, in dem man offenbar Flüchtlingen, Migranten, Menschen, die so aussehen wie Sie, alles zutraut. Wie reagieren Sie, wie reagieren Ihre Freunde, Ihre Familie auf dieses Klima? Ich muss Ihnen sagen, ich selbst und auch alle, viele von denen, die ich kenne, reagieren sehr, sehr verängstigt darauf. Also wir können ohne weiteres feststellen, dass wir eine massiv angeheizte Stimmung in unserem Land seit Silvester. Wir haben rechte Gruppierungen, die Jagd machen auf ausländisch aussehende Menschen. Wir haben Gruppierungen, die sich für einen Schießbefehl ausgeben, einfordern. Wir haben solche Gerüchte, das gibt es ohne weiteres. Also wir hören auch von Flüchtlingen, die in Zoos angeblich einbrechen und Ziegen schlachten und ähnliche Sachen. Also eine furchtbare Situation. Das schürt große, große Ängste gegen Minderheiten in unserem Land. Das stigmatisiert sie. Erleben Sie das persönlich? Das nimmt sie in Sippenhaft und ich nehme das selbstverständlich persönlich. Erleben Sie es auch persönlich? Ich erlebe es persönlich. Ich bin ein eingefleischter Düsseldorfer. Ich lebe seit 25 Jahren in Düsseldorf. Ich bin noch nie kontrolliert worden. Letzte Woche bin ich am Hauptbahnhof, haben drei Polizeibeamte sozusagen mich begleitet, als ich durch den Hauptbahnhof gelaufen bin. Das passiert ganz, ganz vielen Migranten in unserem Land. Viele, viele Migranten haben große Angst über diese angeheizte Stimmung, über den Erstarken von populistischen und rechten Gruppierungen. Das macht uns alle Angst und das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Frau Pohl, Sie haben einen urdeutschen Namen. Urdeutschen, genau. Frau Pohl. Wie ist Ihr Mädchen? Sie zwar nicht aus wie eine Frau Pohl, aber wie ist Ihr Mädchennamen? Leyla Mehrabadi. Leyla Mehrabadi. So ähnlich. Das üben wir noch nach der Sendung. Ja. Wenn Sie durch Ihren Heimatstadtteil gehen, merken Sie auch ein verändertes Klima? Begegnen Ihnen Deutsche mittlerweile auch anders? Ihnen, die klar für Recht und Ordnung eintritt? Ich spüre leider nach 28 Jahren zum ersten Mal eine Ablehnung. Ich hatte auch einen Vorfall, leider, gegen einen Polizisten, der mich übelst beschimpft hat. Was hat er gesagt? Nee, erstmal, was haben Sie gemacht, dass er aufmerksam wurde? Immer schöne Reihe nach. Durchgezogene Linie, habe falsch gewendet und wurde aufgeschrieben, habe auch 35 Euro bezahlt, wie es sich gehört zum deutschen Bürger. Verkehrsraudi, so. Genau. Aber er hat mich plötzlich angefangen zu beschimpfen und ich soll mein Steuergefährliche in Teheran bezahlen. Und das macht mir Angst. Ein Polizist, mein Freund und Helfer, der mich so angreift. Oder neulich hatte ich auch einen Fall mit einer Freundin, waren wir im Stadtwald spazieren und da kam eine nette ältere Dame und sie sagte, würden Sie bitte in Ihrer Heimatsprache nicht so laut sprechen, im Stadtwald, wohlgemerkt. Ich war nicht im Theater oder in einem Seniorenheim. Und sowas höre ich immer wieder auch aus der Umgebung. Und das macht mich traurig, dass alle Migranten, und das ist auch mein Appell, bitte hört auf alle Migranten, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe, alle in einen Topf zu werfen. Den haben wir jetzt von zwei Seiten, von zwei Flügeln hier gehört. Und jetzt sind unsere Zuschauer dran. Bin gleich wieder bei Ihnen. Brigitte Büscher hat gesammelt. Gesammelt und zugehört. Und ich finde es ganz spannend, zuzuhören dabei, wenn unsere Zuschauer diskutieren, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben und wie reagieren wir vielleicht auf ein Klima, was sich da so gerade verändert. Und ich fange an mit der Meinung, die sehr kurz ist, von Willi Kund. Der schreibt bei Facebook, es wird Zeit für ein liberales Waffenrecht. Dazu hat uns auch eine Zuschauerin aus Wernigerode angerufen, Frau Ebert, sie ist 64 Jahre alt und sie sagt, die Polizei wird im Stich gelassen, die Gesetze in Deutschland sind gut, aber sie müssen auch angewendet werden, sonst haben wir ein Problem. Dann passiert es, dass die Menschen sich selber mit Waffen schützen wollen, aber gut finde ich es nicht. Ich breche ein Tabu, man sollte das nicht kommentieren, Herr Kund, aber Sie lesen schon, was in Amerika los ist, wo es dieses liberale Waffenrecht gibt, wie oft da Kinder umkommen und andere auch. Würde ich mir noch mal überlegen. Auf jeden Fall. Also diese Antwort hatten wir auch. Frau Krenn zum Beispiel hat auf ihn eben geantwortet, ja, so wie in den USA, jede Woche ein Amoklauf. Also unsere Zuschauer immer diskussionsfreundlich. Und dazu vielleicht auch noch ein Tweet von Björn Schiller. Er schreibt, müssen wir uns selbst schützen. Dieser Selbstschutz wird mehr Opfer haben als die reale Bedrohung. So viel zum Thema, müssen wir uns bewaffnen. Bürger in Angst. Wir reden gleich aber noch über Bürgerwehren und was sich da tut. Das müssen nicht immer Springerstiefel sein, Herr Tust, bevor Sie... Die Nase Springerstiefel.
Alltagsbeobachtungen. Das ist für unsere Zuschauer ganz wichtig. Sie gucken, was passiert in meinem Umfeld, was verändert sich da. Und im Gästebuch schreibt Holger Neuberg: Am Donnerstag bin ich an einem U-Bahnhof gewesen. Rechts und links in einem Gang standen afrikanisch aussehende junge Männer. Eine Frau sprach mich an, ob ich sie durch den Gang begleiten kann. Selbst mir war nicht wohl, aber ich kann mich noch gut verteidigen. Sicherheitspersonal oder Polizei waren nicht in der Nähe. Ja, greift die Angst um sich? Müssen wir jetzt sozusagen Angst zu unserem Berater machen, der ja bekanntlich kein guter Berater ist? Bei Facebook schreibt Ronald Hörstmann: Nichts übertreiben. Wer Angst hat, ist selber schuld. Macht ja keinen Polizeistaat aus unserem schönen Land. Das wollen viele Neider auf der Welt. Und die Bürger, die ja immer so pauschal genannt werden, da wehren sich viele Zuschauer dagegen. Und einer hat uns geschrieben aus Wuppertal. Sie sagt: Sagen Sie bitte nicht immer die Bürger, sondern manche oder die meisten Bürger. Ich ärgere mich immer darüber, dass von mir etwas behauptet wird, also Angst haben, was nicht stimmt. So, viele Flüchtlinge, wenig Polizei. Ist das ein Problem? Und dieses Problem wird wachsen. Da sind sich viele Zuschauer einig. Angelika Oliveris ist eine von ihnen und schreibt bei Facebook: Die Polizei wurde sicher auch kaputt gespart. Aber ohne Merkels Asylantenflut hätte es ausgereicht, um die innere Sicherheit zu gewährleisten. Raub und vor allem Sexualdelikte hielten sich dann noch in vertretbaren Grenzen. Und auch die Übergriffe auf die Asylanten hätten wir nicht. Ja, Angst ist kein guter Berater, Hysterie aber auch nicht. Und dazu vielleicht noch die Meinung im Gästebuch von Ismail Yarkin. Er schreibt, er wünscht sich schon eine starke Polizei und schnelle Gerichtsverfahren. Aber ungeachtet dessen muss der Fokus mal wieder darauf gerichtet werden, was alles tagtäglich super funktioniert, statt über Deutschland wie eine Bananenrepublik zu diskutieren. No panic. Am Ende noch mal die Meinung von Dagmar Knuth. Da hat sich einer getraut, sich zu klatschen, und keiner hat mitgeklatscht. Wer war das? Trauen Sie sich einfach noch mal. So. Wahrscheinlich rede ich mal wieder zu schnell. Überhaupt nicht. Du kommst aus Westfalen. Wie kommst du darauf? Ich weiß auch nicht. Am Ende dann jetzt noch mal die Meinung von Dagmar Knuth. Sie schreibt im Gästebuch: Hier wieder das richtige Verhältnis herzustellen wäre eine Aufgabe von Jahrzehnten und wird wahrscheinlich an den finanziellen Möglichkeiten scheitern. In der Zwischenzeit dürfen sich Subkulturen weiterentwickeln und den deutschen Rechtsstaat unterlaufen, nach wie vor geduldet von chronisch ideologisch verblendeten Phantasten. Danke für diesen Überblick in der richtigen Geschwindigkeit, Brigitte. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne. Sicherheit ist ihr Beruf. Polizisten repräsentieren in Deutschland die Staatsmacht und fühlen sich doch immer öfter ohnmächtig. Und die Bevölkerung merkt das. % der Deutschen glauben, dass die Polizei überfordert ist und die Kriminalität nicht wirksam bekämpfen kann. Ein junger Streifenpolizist, der lieber anonym bleiben möchte, schildert die Lage der Polizei. Der Streifendienst werde zurückgefahren, etwa zugunsten von Einsätzen an Flüchtlingsheimen. Und das sorgt halt auch dafür, dass diese Streifen, die da für Präsenz sorgen, dass die halt für den normalen Dienst nicht zur Verfügung stehen und dementsprechend die alltägliche Arbeit halt auf weniger Schultern lastet. Je nach Schwere des Ereignisses, ich sag mal, bei einem einfachen Unfall haben Bürger auch schon mal eine Stunde, anderthalb oder in Einzelfällen auch noch länger darauf gewartet, dass eine Streife erscheint, um sich der Sache anzunehmen. Frau Pohl, wenn Sie die 110 anrufen und die Antwort wäre, kann eine halbe Stunde, kann auch eine Stunde dauern, wie würden Sie reagieren? Wie bitte nochmal? Wenn Sie die 110 anrufen würden und bekämen dann die Antwort, kann eine halbe Stunde auch eine Stunde dauern, wie wäre da Ihre Reaktion? Ja, es wäre so, dass ich dann wahrscheinlich ängstlich wäre oder Angst hätte und da auch anders reagieren würde. Bis anderthalb Stunden. Der Polizist sagte, dass wenn eine Körperverletzung passiert oder ein Totschlagsdelikt, dann denke ich mal, wird die Polizei schneller da sein. Diese Wartezeit bezieht sich auf Einbrüche oder auf Autounfälle. Herr Tust, was macht das mit dem Sicherheitsgefühl der Bürger, wenn solche Wartezeiten auftreten? Das haben wir ja gerade gehört. Und ich glaube, das, was wir jetzt feststellen, ist auch ein Ergebnis der Entwicklungen der letzten Jahre. Man hat entgegen eigentlich der Entwicklung, nämlich einer Internationalisierung des Verbrechens, damit reagiert, dass man Polizei abgebaut hat, Wachen geschlossen hat. Ich denke an die Kölner Innenstadt, die traditionsmäßig über viele Jahre 4 Wachen hatte. Man hat die auf einen Standort reduziert. Man sieht wenig Polizei im Stadtgebiet unterwegs.
Wir haben seit Jahren dem Minister gesagt, Metropolen brauchen mehr Polizei. Was ist angekommen? Nichts. Im Moment sehen wir, es funktioniert. Und das sind elementare Dinge, die wir realisieren müssen, um dem Bürger genau diese Ängste zu nehmen. Wenn der Bürger nicht mehr von der Polizei bedient werden kann, in Form von, ich brauche Hilfe und die Polizei kommt ganz schnell, in Form von, mir ist eine Straftat passiert, die Polizei klärt sie schnell und professionell auf, dann können wir den Laden dicht machen. Das ist der Anfang vom Ende, wenn Polizei nicht mehr funktioniert, dann kommen wir genau zu dem, was wir gesehen haben. Ich bewaffne mich selber, es gibt sogenannte Bürgerwehren. Das wollen wir doch alles nicht. So ist es, da bin ich ganz bei Ihnen. Der Rechtsstaat kostet seinen Preis. Genau so ist das. Und der Rechtsstaat umfasst natürlich dann auch auf der anderen Seite auch die Beschuldigtenrechte. Auch die kosten Geld. Keine und auch Frage. Die müssen wir uns leisten können. Ich, genauso ist das. Ihnen. Und genauso die Unterscheidung, woher die Menschen können, auch da muss Rechtsschutz und Rechtsweggarantie bestehen. Natürlich. Und auch das wird uns etwas kosten. Unsere Gesellschaft braucht ja auch eine Polizei, die uns beschützt. Und wenn ich die Vorfälle der Silvesternacht sehe, das vermisse ich halt. Und das spüre ich ja auch bei unseren Bürgern, ja, dass diese Angst vorhanden ist. Eine Silvesternacht, ja, aber diese Silvesternacht ist, war ja der Auslöser. Sie war sehr symbolisch. Ja, war sehr es waren Auslöser, sonst wären wir nicht alle hier sitzen. Es waren furchtbare Bilder, am besten noch mit dem Dom im Hintergrund. Aber es war eine Nacht, wo die Situation außer Kontrolle geraten ist. Silvesternacht hat einen fast das war aber schlimm genug. Das ist der Punkt. Herr Lindemann, ist es nicht... Das ist auch das Thema heutzutage. Ist es nicht oft so, dass es manchmal einer Signalwirkung bedarf, um auch eine Gesellschaft wach zu rütteln? Ach, wissen Sie, zwischen Wachrütteln und Hysterie ist es ein schmaler Grat? Es ist ein ganz schmaler Grat, ein ganz schmaler Grat. Und ich glaube, die Entwicklung ist derzeit so, dass wir diesen schmalen Grat eben verlassen. Auch mit dieser Sendung? Ich glaube, wir haben hier viele Konsenspunkte, aber mir fällt schon auf, dass wir eigentlich die Problemanalyse nicht betrieben haben. Wir haben hier geredet wieder über Flüchtlinge, über Nordafrikaner, wir haben über Asylverfahren und über Abschiebehindernisse oder faktische Abschiebehindernisse geredet. Wir haben über Kriminelle aus dem Ausland geredet. Wir haben ganz bestimmte Kriminalitätsphänomene. Die müssen wir analysieren und da müssen wir die Kriminalität bekämpfen. Das geht natürlich nicht nur repressiv, sondern da müssen wir auch ein bisschen weiterdenken. Wir können uns doch nicht einbilden, dass bei einer Jugendarbeitslosigkeit von rund 50% im Maghreb-Raum der Sog unserer Wohlstandszone nachlässt. Natürlich werden da weiter versuchen, junge Männer hier hinzukommen. Und das sind genau die dort in ihren Heimatländern keine Perspektive haben. Und sie haben natürlich hier keine. Und es ist auch vollkommen illusorisch, von einem Integrationsangebot zu reden. Sie sind schlichtweg illegal. Sobald sie ihre Identität preisgeben, sind sie weg. Und das wissen diese Menschen. Und wir dürfen auch nicht durch ein Rufen nach scharfen, harten Strafen, ich erinnere an den Fall des Sockendiebs jetzt in Köln, ein halbes Jahr Haft, Jugendhaft, das ist schon ein Wort. Es gab eine Vorgeschichte. Es gab eine Vorgeschichte, aber das Delikt, weswegen er verurteilt worden ist, ich bitte Sie, ein Sockendiebstahl. Wenn wir diesen jungen Menschen jetzt 5 Jahre einsperren, weil wir ihn nicht abschieben können, 5 Jahre hat er nicht bekommen. Dann er hat ein halbes Problem. Jahr bekommen. Ich erinnere daran, wenn Sie den Fall einführen, Herr Lindemann. Das heißt, diesen jungen Menschen. Herr Lindemann, gestatten Sie kurz, wenn Sie den Fall einführen, das finde ich sehr nett, dass Sie mir das Wort erteilen, dann sollten die Zuschauer wissen, worum es geht. Dieser junge Asylsuchende, ich bin nicht ganz im Detail drin, aber wir werden das noch mal ganz schnell noch mal recherchieren. Der war nicht vorbestraft, aber die Polizei hat ihn mehrfach aufgegriffen mit ihren Bagatelltaten. Er war nicht erreichbar für Resozialisierung. Es gab auch, glaube ich, ein Identitätsproblem. Es waren 5, 6 ja. Geschichten. Und dann hat die Richterin gesagt und hat das auch genau begründet. Ein vollkommen nachvollziehbares Urteil. Ein nachvollziehbares Urteil. Ein nachvollziehbares 6 Monate, Urteil. Glaube ich, ein nachvollziehbares Urteil. Wir sind im Jugendrecht unterwegs. Ja. Das heißt, es geht jetzt nicht um Strafe wie bei Erwachsenen. Es geht um Erziehungsmaßnahmen. Und die Voraussetzung für eine Sie haben doch gerade eben gesagt, dieses Urteil. Ich habe daran erinnert, dass es eine Socke ist. Und eine Socke bleibt eine Socke, Herr Plasberg. Und wenn Sie diesen jungen Mann, das Problem ist ja, die werden straffällig und sie werden dann wieder entlassen. Und dann können sie immer noch nicht abgeschoben werden. Und ich befürchte, dass ein Ruf nach härteren Strafen daher rührt, dass man sich sagt, wir halten die Straße sauber und dann ist er besser in Haft, als dass er draußen frei rumrennt. Und dann versuchen wir in der Zeit mal irgendwas hinzukriegen. Und da sehe ich ein großes Risiko. Herr Lindemann, abgesehen davon, was in dem Knast passiert, die Frage ist tatsächlich, in dem halben Jahr wird man sich damit beschäftigen.
Halten Sie ein solches Urteil, das einen großen Niederschlag fand, na geht doch, habe ich in einer Zeitung gelesen, halten Sie dieses Urteil als Signal richtig, erstens an die, die Socken oder anderes klauen, aber auch an die Bevölkerung, die dann nicht mehr sagen kann, die lassen doch alle laufen. Also ein doppelt gelungenes Signal. Würden Sie das unterschreiben? Wissen Sie, im Jugendstrafrecht sollte man keine Signale setzen, sondern sich um die jungen Menschen kümmern. Die, auch da muss man die General, die was General, machen Sie denn, wenn Sie Kinder erziehen? Die muss Signale setzen, also bei allem Respekt. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, dass sich einen jungen Menschen einfach zur Abschreckung anderer Straftäter in Haft nehmen kann. Das ist wirklich nicht so einfach. Und wir haben den Erziehungsgedanken im Jugendstrafrecht. In der Rechtstheorie bin ich bei Ihnen. Gleichwohl bin ich der Meinung, wir müssen sehr wohl auch in diese Richtung deutliche Signale setzen. Und dann denke ich wieder an Opfer und Geschädigte. Gut, wenn jemand 6 Monate von der Straße ist, ist er kein Sicherheitsrisiko. Was ist denn das richtige Signal für ein paar Socken? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Wir haben doch gerade darüber gesprochen. Ich habe einen Anwalt am Tisch, der ein bisschen Atemprobleme hat im Moment. Herr Bosbach. Nein, ich habe keine Atemprobleme. Ich versuche das jetzt nur wieder auf die Füße zu stellen. Es ist doch ganz offensichtlich so, dass es ohne die intensive Vorgeschichte alleine wegen der Socke oder wegen den paar Socken nicht zu diesem Urteil gekommen wäre. Deswegen sollte man nicht den Eindruck erwecken, Socke geklaut, halbes Jahr. Es geht um die gesamte Vorgeschichte. Zweitens, ich habe mit dem Beschreibung als, wir sind kurz auf Hysterie und Symbol, habe ich meine Probleme mit der Silvesternacht. Es gibt eine Studie des Bundeskriminalamtes, sie geht weit über Köln hinaus. Es geht um gut 1000 Straftaten, etwa 40% Sexualdelikte, 60% Eigentumsdelikte, massiert und organisiert begangen. Da neigt doch niemand zur Hysterie. Meine Befürchtung ist, dass der allergrößte Teil der Taten unaufgeklärt bleibt, dass die Täter ungeschoren davonkommen, dass wir bestenfalls die bekommen werden, die nicht schnell genug waren. Ich weiß, welche enorme Arbeit im Moment damit aufgewandt wird, die Videoaufzeichnungen auszuwerten. Wird mehr Video gefordert, heißt es sofort, wir sind auf dem Weg in den Überwachungsstaat. Wollen wir mehr Polizei, heißt es, wir sind auf dem Weg in den Polizeistaat. Leider schwanken wir sehr hin und her zwischen Extremen, wenn wir dieses Thema diskutieren. Und ich kann Ihre Einlassung, ihr habt das auch so verstanden, ich habe das Gefühl, wir sind selber schuld, wenn diejenigen, die aus verfolgungsfreien Staaten kommen, nicht als Kriegsflüchtlinge oder politisch Verfolgte anerkannt werden. Darf ich ganz kurz ergänzen, die Faktenbasis? Ja. Meine Redaktion hat das gerade noch mal recherchiert. Der Sockendieb hatte 8 verschiedene Identitäten angegeben bisher. 2 abgelehnte Asylverfahren, ein drittes läuft noch. Nur als Faktenbasis. Ja, ich wollte noch mal eben zu Ende führen. Ich glaube, jeder vernunftbegabte Mensch, die große Mehrheit der Bevölkerung sieht das so. Wir beurteilen doch die Menschen nicht nach Hautfarbe, Religion oder Staatsangehörigkeit, sondern nach ihrem Verhalten, nach ihrem Charakter. Und wenn jemand nach Deutschland kommt, weil er aus Kriegsgebieten kommt oder weil er politisch verfolgt ist oder auch nur in der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben, dann muss er sich hier an unserer Rechts- und Werteordnung halten. Dann ist doch ganz selbstverständlich, dass er sich straffrei führen muss. Wenn ich an eine Haustür klopfe und bitte um Schutz und die Familie lässt mich herein, und anschließend vergreife ich mich am Sparbuch und mache mich über die Frau des Hauses her, dann ist doch auch die Gastfreundschaft zu Ende. Dann muss man doch mal sagen, es geht nicht. Wir wollten uns doch bemühen, die Probleme zu analysieren und nicht wieder alles zu vermischen. Nein, aber Sie sagten doch vorhin, dann können wir sie nicht zurückführen. Ich versuche es noch einmal, dann spreche ich das Thema auch nicht an. Wir können sie nicht zurückführen, weil sie uns täuschen bei ihrer Identität und Nationalität. Herr Bosbach, weil sie ihre Herkunftsländer sie nicht aufnehmen. Sie nehmen sie nicht auf, weil sie sagen, es sind nicht unsere Staatsangehörigen. Sie schauen auf die Türkei es gibt 3,5 Milliarden, wenn man irgendwann mal wieder deshalb mit sage ich doch, die Probleme beginnen in dem Moment völlig ungeklärter Identität und Nationalität. Ich habe früher, Herr Blasberg, gab es ja Kritik nach einer Sendung. Heute bekommt man ja Zuschriften vor einer Sendung. Mir hat ein erfahrener Kriminalbeamter geschrieben aus seiner tagtäglichen Praxis. Mit der Bitte, das doch einmal in dieser Sendung anzusprechen. Und wissen Sie, warum ich es nicht mache? Weil es dann sofort heißt, er fällt wieder über die Ausländer her, das ist alles rassistisch, der hat etwas gegen Flüchtlinge, deswegen mache ich es nicht.
Herr Bosbach, aber glauben Sie mir, das geht nicht, was man mir schreibt, sagen Sie auch umgangssprachlich würde man sagen, Sie können nicht jemanden heiß machen, dann von der Bettkante schützen. Also, das ist doch so. Herr Plasberg, Entschuldigung, Herr Plasberg, das ist nicht das Problem. Herr Plasberg, glauben Sie mir, ich bin lang genug in der Politik, ich kenne das Geschäft. Wenn jemand etwas Falsches sagt, wenn die Tatsachen nicht stimmen, dann muss man nicht nur mit Kritik rechnen, dann ist es selbstverständlich, dass es Kritik gibt. Das Problem besteht heute darin, dass viele nicht sagen, was Sache ist, weil sie sonst sofort die Befürchtung haben, dass sie in eine Ecke gestellt werden, wo sie nicht hingehören. Aber Herr Bosbach, in Ihnen steht eine Sprachgewalt zur Verfügung und ein Intellekt, der Ihnen erlaubt, das zu erzählen, ohne in die Ecke gestellt zu werden. Das schaffen Sie, da bin ich ganz zuversichtlich. Ich werde, wenn Sie das für richtig halten, morgen in voller Länge ohne Absender auf meiner Homepage einstellen. Der Beamte sagt, ich führe seit Jahren einen Kampf mit falschen Identitäten, mit falschen Nationalitäten, mit Scheinvaterschaften, mit Scheinehen, mit gefälschten Papieren. Und er fühlt sich, und diese Kritik gilt an uns, nicht an Sie, an uns. Er fühlt sich vom Staat alleingelassen. Er hat nicht das Gefühl, dass wir diese Themen wirklich ernst nehmen und die Polizei auch personell so ausstatten, dass sie in der Lage ist, diesen Phänomenen wirklich wirksam zu begegnen. Und er hat nicht geschrieben als Beamter, sondern als vierfacher Vater in der Sorge um die Zukunft seiner Kinder. Und dann muss ich die Sorgen dieses Mannes ernst nehmen. Das ist meine Pflicht als Politiker. Danke. Ich bin nicht derjenige, der geschrieben hat. Ich möchte aber vielleicht eine Sachinformation geben, die gehört ja auch an diesen Tisch, finde ich. Die Kölner Kriminalpolizei ermittelt seit Anfang Januar mit 135 Mann in einer Sonderkommission. Dort sind bis zum heutigen Tage 10.000 Überstunden angefallen. Warum machen die das? Natürlich, weil die Welt auf Köln schaut, aber weil man versucht, die Straftäter zu ermitteln, die zu ermitteln sind. Und das ist hinreichend schwierig genug. Tatgelegenheiten, die im Sekundenbereich passiert sind, in der Dunkelheit, Feuerwerk oben drüber, da stellen Sie mal tatsächlich den Täter, und das wird von uns verlangt, so sachgerecht fest, dass ein Gericht hinterher auch verurteilen kann. Das ist eine extrem hohe kriminalistische und auch juristische Herausforderung. In dieser Zeit bleiben 120 Kollegen, die wir aus dem eigenen übrigen Haus abgezogen haben, ihre Arbeit fern. Vorgänge bleiben liegen, so viel zur Personaldecke. Wir schaffen das, ja, wir schaffen das. Wir werden auch über Karneval fast komplett im Dienst sein. Auch da bleibt alles liegen. Darf ich Ihnen einfach unterstreichen? Es gibt einen Facebook-Post, der von einem Kölner Feuerwehrmann kam, aber von Til Schweiger weitergeleitet wurde. Und der sagt das hier. Die ganze Republik hat es nicht. Auf Facebook teilte Til Schweiger den Post eines Kölners. Der hatte geschrieben: Polizisten haben es schwer. Greifen Sie durch, ist sofort von Polizeigewalt die Rede. Halten Sie sich zurück, wird gefragt, wo die Polizei mal wieder war. Hat der Einsatz vollkommen reibungslos geklappt, wird überlegt, ob nicht irgendwo gespart werden kann. Nur Danke sagt kaum einer. Ich nehme das Klatschen mal als Dankeschön. Herr Tust, erwarten Sie als Polizei ein Dankeschön? Nein, man lernt, glaube ich, wenn man bei der Polizei begonnen hat, relativ schnell mit Frust umzugehen. Wenn man das nicht schafft, wird man krank. Dankeschön kriegt man selten. Es gibt viele schlaue Leute, Politiker, Journalisten, die eigentlich, ich denke so an bestimmte Verfahren, die gelaufen sind, eigentlich schon immer wussten, wie es richtig war. Da muss man sich vor schützen, damit man, wie gesagt, nicht krank wird. Man freut sich über jedes Dankeschön. Ein Journalist freut sich sicherlich auch mal darüber, ein Politiker auch, ein Rechtsanwalt auch. Wir kriegen relativ selten, das ist die Kernbotschaft, ein Dankeschön. Mit Kritik wird in aller Regel nie gespart. Wir versuchen es trotzdem, Karneval allen recht zu machen, dass es ein schönes Karneval gibt, dass alle feiern können und dass so wenig oder wie möglich Fastnacht, passiert. Wo immer es auch heißt in ganz Deutschland. Genau. Ich möchte ein Beispiel geben, wenn wir über Polizeipräsenz reden, wenn man über Stellenabbau redet. Das muss man, Herr Bosbach hat sich da zurückgehalten. Man muss aber einfach sagen, natürlich hat die Politik gespart. In Nordrhein-Westfalen und Berlin ist am meisten gespart worden. Und das rächt sich halt jetzt. Noch einen Hinweis. Es gibt auch Länder, wo die Stellenzahl in etwa gleich geblieben ist. Aber wir haben doch heute Phänomene, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Salafismus, internationaler Terrorismus, Computerkriminalität, Internet. Rockerkriminalität. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir deutlich unterbesetzt sind bei der Polizei. Und das sage ich,
weil auch viele Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst wesentlich mehr tun als nur ihre Pflicht und viele Überstunden vor sich her schieben. Das hat nichts mit Polizeistaat zu tun. Wir wollen so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Sicherheit wie nötig. Da möchte ich dir ein Beispiel zeigen, was man ausrichten kann, wenn Polizei vermehrt und vor allen Dingen auch entschlossener auftritt. Das zeigt das Beispiel Duisburg-Marxloh. Dieser Stadtteil galt mal als rechtsfreier Raum. Die Offiziellen haben dann gesagt, nee, rechtsfrei ist er nicht. Wir würden ihn als rechtsarm bezeichnen. Trotzdem haben sie richtig gehandelt. Und schauen Sie mal, was mehr Polizei richtig eingesetzt bringen kann. Razzia in Duisburg-Marxloh. Die Polizei tritt hier nur geballt auf. Familienclans kämpfen in dem Viertel um die Vormacht. Mehrfach wurden hier Beamte angegriffen. Für die Gewerkschaft der Polizei war dieser Stadtteil noch im vergangenen Sommer eine No-Go-Area. Seit Juli verstärken 30 Beamte der Bereitschaftspolizei die Kollegen in Marxloh. Und seitdem wird hier härter durchgegriffen. Wir versuchen natürlich auch ganz deutlich zu zeigen, dass wir nichts durchgehen lassen. Das heißt, dass wir recht niedrigschwellig schon einschreiten. Selbst Parken in zweiter Reihe, wenn es denn vor unseren Augen passiert, wird sanktioniert. Ergebnis? Knapp 5000 Verwarngelder, Ordnungswidrigkeiten und Strafanzeigen. Mehr als 75 Personen wurden festgenommen in einem halben Jahr. Möglich nur dank der zusätzlichen Polizisten. Wir haben eine Nulltoleranzgrenze ausgerufen, sozusagen, weil wir glauben, dass es richtig ist, denjenigen, die dort nicht nach unseren Spielregeln, nicht nach den Spielregeln der deutschen Gesellschaft und des deutschen Strafgesetzbuches vorgehen, dass wir denen zeigen, wer das Gewaltmonopol des Staates hat. Massive Präsenz und rigoroses Durchgreifen. Bei den Einwohnern in Duisburg-Marxloh kommt das gut an. Wir haben viel mehr sichtbar, mehr Polizei im Stadtteil seit ja, circa einem halben Jahr. Hoffen natürlich alle, dass das auch so bleibt. Wir haben hier einen gewissen Ruf. Viele Menschen freuen sich darüber, dass wir Polizei hier haben, fühlen sich auch ein Stück weit sicherer. Herr Schatschira, würden Sie sowas auch begrüßen, zum Beispiel im Problemviertel in Düsseldorf, wo Sie arbeiten? Ich glaube, die ganze Stadtgesellschaft begrüßt das außerordentlich, wenn die Polizei da mehr Präsenz hat und mit gezielten Maßnahmen natürlich die Täter auch dingfest macht. Das steht, glaube ich, außer Frage. Wir haben aber dennoch die bestimmte Problemstellungen, die wir nicht nur mit polizeilichen Maßnahmen eben lösen können. Also diese jungen Männer, das wissen Sie ja selber, die sind am nächsten Tag wieder frei und sind wieder dort, wo man sie gestern quasi abgeholt hat. Und die Probleme sind nicht neu, sind auch nicht seit Silvester. Wir kennen das schon seit mindestens 3-4 Jahren. Und natürlich ist es auch eine Aufgabe der Polizei, der Politik sozusagen, möglichst adäquate Antworten darauf zu finden. Ich habe vorhin ein Beispiel genannt mit anderen europäischen Ländern, die zum Beispiel über Amtshilfe mit Maghreb-Staaten das sehr gut organisieren. Wir hätten uns schon längst auf den Weg machen können und vielleicht ähnliche Modelle entwickeln. Aber das ist der Weg, dass wir in einem besseren Zusammenspiel zwischen Polizei, Politik und Zivilgesellschaft die Probleme konkret angehen und nicht versuchen, uns gegenseitig auszuspielen und die Probleme liegen lassen. Das ist fast ein Schlusswort, Herr Giorgi, aber nur fast. Ich möchte zum Schluss ein Dokument zeigen, das mich erschüttert hat, was nämlich die Polizeiarbeit angeht. Es muss für Polizisten besonders bitter sein, wenn sie zu wenige sind, sich nicht durchsetzen können, wenn sie nachher noch dafür auch ausgeschimpft werden. Sie sind Buhmänner. Jetzt versetzen Sie sich, wenn Sie in der Situation sind, mal in die Lage von jungen Bereitschaftspolizisten, die sich am Rande einer Pegida-Demonstration das hier anhören mussten. Das ist kaum zum Aushalten. Wie halten das die Kollegen aus, da ruhig zu bleiben und nicht selbst ein Gesicht zu machen? Vermutlich mit Ohrenstöpseln. Vermutlich mit Ohrenstöpseln und mit Schulung. Ich glaube, wenn man bei der Polizei ein paar Jahre ist, lernt man, sich ein dickes Fell zuzulegen. Sowohl bei geschlossenen Einheiten als auch bei der Kriminalpolizei. Manche Dinge darf man einfach nicht so nah an sich heranlassen. Ansonsten kriegt man ein Problem gesundheitlicher und geistiger Art. Da muss man, so viel Profi muss man sein oder zu so einem Profi muss man sich entwickeln, dass man das wegsteckt. Dankeschön, Dankeschön für diese Runde. Das heißt wir sind aber nicht, dass das okay ist. Wir sind nicht, dass das falsch ist. Das verstehe ich schon. Dass sie nicht respektiert werden, natürlich. Oder?
Und dass sie gar nicht ernst genommen werden. Aber das ist ein weiteres Problem. Sie bringen mich vor das Gericht der ARD, wenn ich jetzt nicht zu den Tagesthemen angreife. Und ich überlege mir gerade, ob ich Sie dann als Anwalt nehme. Ich bin mir noch nicht sicher. Thomas Roth, die Tagesthemen. Was ist heute Ihr Aufmacher? Frank Blasberger, wir wären gnädig mit Ihnen, aber wir sind auch keine Richter. Nein, wir befassen uns gleich mit den Äußerungen von AfD-Politikerinnen zum Schusswaffeneinsatz an der Grenze. Und wir werfen auch deshalb einen genaueren Blick auf die sich immer mehr radikalisierende Partei und natürlich darauf, wie am besten mit ihr umzugehen ist. Gleich in der Tagesthemen. Dankeschön, Thomas Roth. Vielen Dank, Sie waren uns ein sehr aufmerksames Publikum. Herr Bosbach stellt was auf seine Internetseite. Wir verlinken das im Faktencheck. Herzlichen Dank. Ihnen. Danke Ihnen. Danke, Frau Pohl, Herr Tuss. Herzlichen Dank, Herr Tschetschirer. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch. Nächste Woche ist Rosenmontag. Viel Spaß dabei, in zwei Wochen wieder. Tschüss.